Mehrere FDP-Politiker fordern ein Ende der Corona-Quarantänepflicht. Es sei überfällig, den Menschen wieder die Entscheidung zu überlassen, ob sie sich bei einer Corona-Infektion isolieren oder nicht. Das sagte FDP-Vize Kubicki der Funke Mediengruppe. FDP-Generalsekretär Gyasaray warnt vor Personalausfällen, wenn massenhaft positiv Getestete ohne Symptome in die Isolation geschickt werden. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte sich zuvor klar gegen ein Ende der Quarantänepflicht ausgesprochen.